Du bist total flauschig. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug. Ich habe heute was brandneues von den Fingerlings für euch, und zwar Fingerlings Hux. Das ist ein Äffchen mit riesigen Armen, und diese Arme kann man dann wirklich um einen herumschlingen und dann kann man eine riesige Umarmung machen. Dieser Affe, der kann verschiedene Geräusche von sich geben, er kann quasi sprechen, reagiert auf Berührungen, also ein interaktives Kuscheltier quasi, hergestellt von Huawei und nicht geeignet für Kinder unter 2 Jahren, also ab 2 Jahren auch etwas für kleinere Kinder. Dieser Affe heißt Boris, und die Fingerlings, die kennt ihr vielleicht schon, die sahen mal so aus. Also quasi wirklich für den Finger gedacht. Da kann man dann, ich versuche mal mit einer Hand, ups, quasi seinen Finger so durchstecken. Und dann kann man sich dieses Äffchen auf seinen Finger setzen. Das ist auch batteriebetrieben gewesen damals. Und kann so sprechen. Ich bin mal gespannt, was dieser riesige Affe kann. Aber man merkt schon, es ist ein gigantischer Größenunterschied. Wir werden jetzt Hux, also Boris, das Klammeräffchen. Oh, hier wird noch fleißig gequatscht. Wir werden es gleich mal auspacken und mal schauen, was für riesige Umarmungen dieser Affe geben kann. So, das ist jetzt also der Boris. Hallo, und er hat wirklich gigantisch lange Arme. Also ein richtiges Klammeräffchen. Man kann Berührungen mit dem machen. Also er reagiert auf Berührungen, auf Bewegung, und hat hier an den Händen noch so Klettverschlüsse. Das heißt, man kann auch wirklich Umarmungen dann mit ihm machen, wenn man jetzt hier seinen Kopf zwischendurch steckt. Ich werde ihn mal einschalten. Er ist wirklich super flauschig, hat hier oben noch so eine orange Irokese. Man sollte ihn aber nicht ankleiden, weil sonst reagieren die Sensoren nicht mehr so gut. Oh, ich glaube, jetzt ist er wach. So, wir könnten jetzt hier die Hände... Ups, ist er umgefallen. Mit diesem riesigen Kopf ist es natürlich kein Wunder. Also die Hände lassen sich, wie gesagt, so verschließen. Dann kann man hier an seine Nase so tippen. Und dann gibt er einem ein Küsschen. Habt ihr das gesehen? Man kann ihn natürlich auch ans Gesicht drücken, aber er macht das quasi auch an der Hand. Ein kleiner Kuss. Man kann ihn werfen, also man kann wirklich richtig cool mit ihm herumalbern. Und er zeigt, wie gesagt, auch immer Reaktionen und ist total beim Spielspaß dabei. Wir werden mal gucken, ob man ihn auch so schütteln kann. Oh, da reagiert er jetzt nicht drauf. Vielleicht habe ich ihn nicht genug geschüttelt. Also normalerweise macht er dann auch irgendwas Lustiges. Wir klopfen ihn mal auf den Rücken. War das ein Bäuerchen? Damit es ein Bäuerchen macht. Also ich lese hier parallel noch die Anleitung, damit ich auch genau weiß, welche Funktion dieser kleine oder riesige Affe hat. Aber im Moment scheint er nichts zu machen. Also Bäuerchen will er gerade nicht. Wir werden mal schauen, inwieweit wir ihn durchkitzeln können. Na, bist du kitzelig? Nee, er ist auf jeden Fall schläfrig. Aber der lässt sich doch bestimmt auch irgendwie... Ah, jetzt fängt er an zu lachen. Also wir müssen hier wirklich ihn so am Bauch kraulen. Wenn wir ihn einfach so liegen lassen, dann schläft er ein. Das wollen wir natürlich nicht. So, wir können ihm natürlich dann auch genauso einen guten Nachtkuss geben. Dafür dann wieder hier vorne an den Mund tippen. Na? Je länger wir halten, desto größer ist der Kuss. So, geschlafen hat er ja gerade schon. Wir werden ihn noch mal so ein bisschen wild herumtouren lassen. Aber der hat da gerade keine Lust zu, so wie es scheint. Also man kann ihn wirklich richtig durch die Luft schweben lassen oder werfen. Das macht ihm gar nichts aus. Affen sind ja ziemlich robust. Wenn man ihn hinlegt, schläft er allerdings ein. So, ich wollte jetzt noch mal das Nachäffen probieren. Dazu muss man das linke Ohr halten und ihm quasi was zuflüstern oder ihm halt irgendwas entgegensprechen. Ich denke, da wird ein Mikrofon drin sein. Hallo, du kleines Äffchen! Hallo, habt ihr das gehört? Und das gibt er dann mit so einer witzigen Stimme wieder. Also wirklich total süß. Ihr könnt ihm
im Prinzip wirklich als Gesprächspartner nutzen. Leider kann er natürlich nicht richtig antworten, sondern gibt einfach das wieder, was ihr ihm gerade vorgesagt habt. Du bist total flauschig. Also auch eine sehr, sehr coole Funktion. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was wir noch nicht gemacht haben. Genau, ausschalten, ganz normal. Entweder hinten am Rücken, da kann man ihn auf off stellen oder eben schlafen legen oder so kopfüber halten. Irgendwann geht er dann aus. Also ich finde ihn wirklich total süß. Ein lebendiges Kuscheltier von den Fingerlings und im Vergleich zu diesem hier wirklich ganz, ganz weich. Das ist ja eher aus hartem Plastik gewesen und auch viel, viel kleiner. Und das hier kann man dann wirklich zum Kuscheln nehmen, zum Herumtragen und Spielen. Und man kann ihn auch so an den Armen halten, also quasi zu zweit, wie ein kleines Kind so durch die Gegend schwingen. Ich bin von dem Äffchen auf jeden Fall sehr begeistert, finde ihn total süß. Wenn ihr auch begeistert seid von dem Fingerling-Hacks Boris, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert, kommentiert und vergesst natürlich auch nicht auf das kleine Glöckchen zu drücken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!